So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben was vorbereitet und zwar habe ich in einem kleinen Kiosk diese Dosen gefunden von OK. Und wenn man so rumnimmt, KO, macht gar keinen Sinn. Da habe ich verschiedene Sorten gefunden an Energy Drinks, kleine Dosen, große Dosen, weil das Original ist wahrscheinlich das größte und sogar einen Schokodrink von OK. Wenn ihr mich kennt, wisst ihr ja, was wir vorhaben. Wir werden jeden einzeln probieren, vom Geschmack bewerten, testen und am Ende alle Drinks von OK zusammenschütten in dieses Ernesto Weinglas und zusammen probieren als Chuck, als Cocktail, als was weiß ich. Fürs Thumbnail möchte ich die erstmal hier reinhalten. Das sieht dann also ungefähr so aus. Das muss reichen fürs Thumbnail und jetzt muss ich selber mal gucken, was das überhaupt alles ist. Wir haben hier einen Energy Drink Wild Cherry, das ist der rötliche. Wir haben den Schokodrink, wie gesagt, wir haben hier den normalen Energy Drink Maximum Energy. Wir haben den Zero, das ist der weiße, das ist jetzt nicht so spektakulär. Und hier haben wir noch einen Mango. Das freut mich. Wir wollen jetzt aber anfangen natürlich mit dem ganz normalen. Ich habe extra zwei Gläser. Ich weiß gar nicht, was ich genau mache. Ich glaube, ich fülle es ein, damit man mal die Farbe sieht. Ich denke mal, die meisten von denen werden sowieso einfach nur komplett durchsichtig sein oder halt so ein bisschen pissgelb, wie so Energy immer aussieht. Und dann werde ich das hier reinkippen, weil das ist mein Mischglas. Hier wird die Plörre angemischt und hier wird die Farbe getestet. Warum ich das die ganze Zeit noch nicht gemacht habe, weiß ich nicht. Ist eigentlich übelst schlau. Ansonsten, ja, wie findet ihr das Design? Es ist halt einfach eine schwarze Dose. Es steht halt nur okay drauf. Energy Drink mit Vitamin, erhöhter Koffeingehalt für Kinder, Schwangere, stillende Frauen nicht empfohlen. Mehr steht da nicht. Maximum Energy 330 Milliliter. Ist auf jeden Fall ein Hingucker, sage ich mal, weil es nicht so bunt und überladen ist und einfach eine Dose, die mich anspricht, weil es halt aussieht wie 500 Dosenbier in der schwarzen Edition. So, wir füllen das erste jetzt gleich mal hier ein. Hat eine ganz normale Energy-Farbe, wie ihr hier seht. Also ist so ein bisschen goldig, ein bisschen perlig. Sieht hier aus wie Bier. Das ist der Bier-Energy-Drink. Wir probieren mal. Ich muss sagen, geht echt klar, schmeckt gut, hätte ich jetzt schlimmer erwartet. Geht aber auch noch besser und das ist nämlich der Punkt. Ich finde immer noch Booster oder auch Kong Strong, habe ich letztens getestet nochmal, die Jubiläumsedition, finde ich angenehmer. Der hat für mich eine bisschen zu säuerliche Note im Nachgeschmack. Ansonsten schmeckt das immer alles gleich nach hier so Stierhoden oder irgendwie mit dem ganzen Taurin drin und dem Zeug. Farbe habt ihr also gesehen, werde ich jetzt hier in das Glas noch mal ein bisschen was davon einschenken, weil das ist das Mischglas. Ich habe irgendwie das gerade einen Denkfehler, habe gedacht, okay, machst du hier rein, schützt den Rest da rein, aber den Rest habe ich bei mir reingeschüttet, deswegen war nichts mehr übrig. Das zweite ist das Weiße, das spricht mich sogar noch mehr an, weil ich bin einfach ein Fan von Weiß. Ich finde Weiß einfach immer mega genial und edel. Und da ist der Energy Drink Zero, den füllen wir jetzt auch ein. Das erklärt sich ja von selbst. Gucken mal hier nach der Farbe. Ja, ich sehe, wenn ich die jetzt gerade nebeneinander habe, auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied. Und zwar hat der erste, der ist so richtig goldig und der ist etwas heller. Ihr werdet jetzt kaum einen Unterschied merken, oder? Der Zero ist auf jeden Fall heller. Da ist weniger Urin drin. Gut, der schmeckt überhaupt nicht. Also Booster Zero ist ja was, was man trinken kann. Okay, Zero. Schmeckt total matt im Nachgeschmack, das weiß ich nicht. Es schmeckt einfach nur nach kompletten süßer Plörre, die direkt den Geschmack verliert und hinten stumpf abgeht. Also weiß ich nicht, was man dazu noch sagen soll. Ich fülle es einfach jetzt hier in das andere Glas mit rein. Erstmal, bitteschön. Oh, was nehmen wir als nächstes? Wir nehmen, wenn wir jetzt, das ist eh alles gelb. Nehmen wir also jetzt auch die gelbe Dose. Die gelbe Dose, okay. Okay? Nehmen wir okay? Die gelbe Dose, okay. Das ist Mango. Mango, da erwarte ich jetzt was richtig Fruchtiges. Obwohl, bei Booster gibt es ja auch Exotic oder so. Was vielleicht auch so ähnlich dann in die Richtung geht. Wir werden jetzt auf jeden Fall wieder einschenken.
Wieso habe ich eigentlich nicht aus der Dose probiert? Aus der Dose hat das alles doch nochmal ein ganz anderes Feeling. Das sieht jetzt eher aus wie Saft. Oder beziehungsweise halt wie eine Fanta. Wie eine Mango-Limonade mit viel Mangosaft drin. Riecht wie eine, so eine komische Brausetablette hier, wenn du Vitamin C hast oder irgendwas zum Auflösen im Wasser. Ist also kein guter Geruch. Ja, ist halt süß und dann hast du auch wieder so einen säuerlichen Nachgeschmack und irgendwie so einen bitzelnden chemischen, also ist jetzt auch nicht unbedingt meins. Pack mal auch weg. Bisher fand ich also den ganz normalen am besten. Wir haben aber noch jetzt hier den Energy Drink Wild Cherry, was aussieht wie eine Kirschcola. Packen wir uns den mal rein ins Glas, beziehungsweise trinke ich jetzt auch erstmal kurz aus der Dose. Oh, Kirsch. Ich bin ja eigentlich kein Kirschfreund. Kirsch Energy kenne ich gar nicht. Gibt es jemanden, der Kirsch Energy hat so an sich? Gut, bei Monster Rockstar gibt es bestimmt so viele Sorten, wo auch Kirsche dabei ist irgendwo, aber ich bin kein Monster Rockstar Fan. Der schmeckt, weiß Gott, mit so einer super rötlichen, idealen Glanzfarbe. Irgendwie wie eine Cola, wie eine Kirschcola. Der schmeckt nicht wie ein Cola Energy. Ach, der schmeckt nicht wie ein Kirsch Energy. Er schmeckt wie eine Kirschcola ganz leicht. Ist mir aber auch irgendwie wieder zu säuerlich. Und zu süß, zu säuerlich. Das ist hier wie diese Cocktailkirschen, die du da irgendwo drauf knallst. Ja, in der Cola ist es, da erwartest du auch einfach nur Plörre. Ja, jetzt mit was Erfrischendem anderem gerechnet und habe jetzt im Prinzip genau diesen selben Geschmack wieder gehabt, nur viel aufdringlicher. Ein Ding haben wir noch da, den sollen wir sogar schütteln. Das ist nämlich mit Plus Vitamins der Okay Schokodrink. Den sollen wir jetzt schütteln. So, wir schütteln den. Wir machen den mal hier auf. Wir drehen den auf. Dann ist hier so ein Bibus, der dran bleibt, damit ihr den nicht verliert. Schmeckt eigentlich gut. Schmeckt halt wie Kakao. Ich glaube, das ist der beste Energy, den ich bis jetzt getrunken habe. Guckt euch das an. Diese braune Farbe, das ist richtig stark. Irgendwas hatten die, glaube ich, auch erzählt in dem Kiosk, dass das nämlich aus der Schweiz ist, genau. Steht auch hier nochmal irgendwas drauf. Hier steht auch, find us on Facebook, okay Schweiz. Also aus der Schweiz eingelieferte Energy-Drinks und Kakaosachen, die Okay-Marke aus der Schweiz. Wenn ihr die Okay-Marke kennt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Der schmeckt gut, den würde ich wieder kaufen, der für zwischendurch. Ich kriege von Kakao immer Durchfall. Aber der ist echt gerade angenehm, im Gegensatz zu diesen ganzen anderen schmierigen, süßen Sorten. Wir füllen den Kakao jetzt auch nochmal hier mit ein in das Glas. Boah. Das sieht jetzt richtig komisch aus, ja, wenn ich das mal dazu sagen darf. Kann man das mal zeigen hier aus der Perspektive? Ja toll, jetzt läuft alles über. Warum? Was machst du da, Glas? Was soll das? Das Brett war mir heilig. Gleich kommt es noch alles auf den Tisch. Ich glaube, wir trinken mal ab und probieren mal, wie der heilige Gral an Schoko Energy schmeckt. Dafür stellen wir euch wieder ab. Dafür nehmen wir das Glas und dafür... Boah. Erstmals hätte irgendjemand irgendwo hingekotzt. Total komisch, total unangenehm. Es läuft jetzt auch gleich hier drüber. Das setzt mich komplett unter Druck. Der ganze Kakao, ihr seht das, das trennt sich voneinander. Das war erst unten drin. Jetzt hat sich das hochgeschäumt alles. Es gab eine chemische Reaktion. Das hat sich alles umgewandelt, ist oben wieder rausgelaufen. Der Energy hat sich die Macht im Glas zurückerkämpft und hat den Kakao jetzt verdrängt. Das
jetzt noch auf Ex trinken. Na dann, gut Mahlzeit. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Die Mousse au Chocolat, die sich abgesetzt hat, ist so breich und dick. Die musst du einfach essen und kauen. Ansonsten wollte ich gerade sagen, man kann sich an den Geschmack gewöhnen, das schmeckt irgendwie gerade besser als der erste Eindruck, aber nach dem dritten, vierten Mal von dieser Geschmacksprobe, boah, nee, lass es lieber sein, lass es. Kennt ihr okay? Schreibt es in die Kommentare, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.